Wir suchen Generatoren hier bei Tales of Celia. Steuerbord- und Backbord-Generatoren wurden aktiviert, sodass wir nicht weiterkommen, wo wir eigentlich hinwollen. Oh, hier sind aber auch viele Feinde. Mal schauen, wie gut ich da durchkomme. Weg da, Platz da. Platz da. Ich will nicht so viel Zeit verschwenden hier mit Kämpfe. Das muss ja nicht unbedingt sein. Wow, das war gefährlich. Diese Biene, Pistolenbiene war böse. So, und der lässt mich... Lol, lässt sich von dem Sack aufhalten. Naja, jetzt kommt er durch. So, die mögen Feuer nicht, deswegen gibt's schön... Oh, schön. Schön einfach weggehauen. Und was mögen die nicht? Wasser, genau. Dann kriegen die jetzt einfach mal Wasser ab. Hui, und da fliegen sie schön. Oh ja. So. Oh, ich kann jetzt meine mystische Arte gar nicht verwenden, weil alle schon tot sind. Oh, verdammt. Da haben wir schon wieder dieses fliegende Etwas. Nee, es haut ab. Es haut ab. Es hat Angst. Und ist abgehauen, dieses Fickvieh. Verdammt, er hätte bestimmt jede Menge EP gebracht. Uiuiuiui, mechanischer Golem. Ich glaube, da verwenden wir mal Königsfall. Und zerreißender Aufschlag. Uiuiuiui. Die halten was aus. So, der ist weg. Der Rest wurde auch schon erledigt. Kümmern wir uns also nur noch um den. Und der wird fertig gemacht gerade. Oh yeah. Wie sieht es denn so aus? Ja, ganz gut. Also ich kann die ganzen Kabinen durchsuchen oder so, aber da könnte was Tolles drin sein. Von daher mache ich das auch am besten. Ein Amulett verhindert alle physischen Beeinträchtigungen. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber besser nachgeguckt, anstatt da war was Cooles drin und ich habe es einfach da nicht geholt. Oh, der hat ein Achtungssignal. Verdammt. Jasmin, kann man immer brauchen. Oh, jetzt ist der Achtung-Fuzzi weg. Orangengummi. Und es kommt zum Kampf. Alle mögen Feuer nicht. So. Und los geht's. Ja. Bam, 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 bam. Über 10.000 Schaden im Combo. 15.000. Oh, das will ich unbedingt gegen einen Bossgegner einsetzen. Was glaubt ihr, wie das abgehen wird? So, jetzt legt ihr dich erstmal flach hin. Und zerreißen auf. Level up. Bum, bum, bum. Dann gucken wir mal, was wollten wir mit dir machen? Vitalität erhöhen? Finde ich gut. Beweglichkeit. Brauchst du sowas? Geschicklichkeit. Was brauchst du denn? Beweglichkeit. Geschicklichkeit wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht hochzuleveln. Davon hat er ganz viel. Alles klar, dann gehen wir einfach mal so hin. So. Fertigkeit nicht vergessen zu aktivieren. Ansonsten bringt das nichts. So, den Türen drin war ich bereits. Ja, okay. Dann renne ich jetzt einfach mal geradeaus an dem Tupi hoffentlich vorbei. Tschüss. Na toll. Jetzt wollen die uns hier natürlich auch... Dispatching reinforcements to starboard side. Na toll. Okay. Da haben wir eine Kabine, da gehe ich rein. Hoffentlich. Oh Gott, ob ich da durchkomme. Oh, der ist schnell. Diese Pistolenbienen sind schnell. Drin? Haben wir hier irgendetwas drin? Gar nichts? Das ist nur so ein Schrottraum. Na toll. Wupp, vorbei. So, und ich hoffe, dahinter ist jetzt der Generator.
Was gut ist, jetzt sind die Verstärkungen hier angekommen. Das bedeutet dann, dass ich da locker Spielchen habe, wenn ich zum anderen Generator will. How do you disable one of these things? It takes a gentle touch. Alvin, du bist großartig. So macht man die Dinger kaputt. Schön. Ein Elixier. Schatzhorter. Yeah. Alles klar, noch ein Generator. Und da die Verstärkung hier angekommen ist, kümmern wir uns einfach gleich darum, dass wir zur anderen Seite kommen. Denn da wird es dann hoffentlich ein bisschen ruhiger sein. Oh, verdammt, der hat mich noch gekriegt. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Golem. Der Rest kann sich ja gerne um die Fuzzis da kümmern. Aber ich will den Golem da nicht haben. Ich brenne. Ich brenne einfach mal so nebenbei. Komm schon. Fall um. Fall um. Jetzt fällst du um aber. Endsturm. So, und Wasserschwung. Dann liegen die auch erstmal schön. So, weg. Und, oh je, oh je, oh je. Der arme Feind wird einfach so vernichtet. So. Hier ist eine Truhe mit Ananasgummi. Dann haben wir hier noch einen schönen Raum. Okay. Sirup haben wir schon genug. Schade. Schade, schade. Naja. Ja. Ich kann nach oben. Was, wenn da was Cooles haftet? Käferbein. Ja, ist ganz in Ordnung. So, ab zum anderen Generator. Eieieiei. Da komme ich am besten dahin, ja. Bom, 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 bom. Dann wir hier rüber. Ja. Und einige Leute haben mich ja schon gefragt hier, weil ich bei Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies mal angesprochen habe, dass ich mal operiert werde an der Nase. Gefragt, ob ich das nicht mal näher erläutern will. Bei Phoenix Wright kann ich das so schlecht, weil ich die ganze Zeit übersetzen muss. Aber hier kann ich ein bisschen freier sprechen. Es ist nicht so schlimm, wie es sich das anhört. Also ihr... Ich denke, mein Räuspern- und Hustenproblem dürfte bekannt sein. Das ließ sich ja nicht so ganz verdecken. Das wird dadurch halt verursacht, dass ich geschwollene Schwellenkörper in der Nase habe. Ist eine gewisse Erbkrankheit. Ist aber behandelbar. Das bedeutet, es wird dann dafür gesorgt, dass diese Schwellkörper kleiner gemacht werden. Entweder geschliffen, verbrannt oder geschnitten. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie man das machen möchte bei mir. Aber ja, dafür muss halt die Nase einmal aufgeschnitten werden. Und ich werde auch höchstwahrscheinlich so eine Woche flach liegen dann. Das wird aber erst im nächsten Jahr passieren. Ich schätze, Richtung Februar werde ich das machen lassen. Ich habe ja auch Termine, deswegen geht es nicht so früh. Und dann werde ich halt eine Woche flach liegen. Ein Phönixband. Mal gucken, ob das Elise... Elise kann das 100 Pro brauchen. Von daher, das werde ich aber natürlich dann noch vorab rechtzeitig ankündigen. Wenn ich dann fehlen werde, dann wird es natürlich... Ich muss gucken, ob ich im Voraus hochladen kann. Das müssen wir dann einfach mal schauen und... Oh mein Gott. Das übertreibt doch nicht mal so. Und los geht's. Mystische Atem. Bam, 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 bam. Und tschüss. Da werde ich natürlich rechtzeitig Bescheid sagen. Und entweder habe ich dann was voraus hochgeladen oder ihr müsst halt ein paar Tage ohne Videos auskommen. Das müssen wir mal schauen. Das müssen wir einfach mal schauen.
Und wir haben ein paar Level-Ups. Schön. Aber es muss halt irgendwann sein. Ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass das halt nicht ewig funktionieren kann. Mit dem Räuspern und so. Das nervt mich, das nervt euch. Meinem Hals nervt es und an sich der ganzen Welt nervt es. Von daher muss das mal behoben werden. Depotmeister. Erhalte beim Spotten 2% mehr TP und 5% mehr KP. Überschreitungsverlängerung. Nee. Ersatzbank-TP. Erhalte allmählich TP zurück, wenn du nicht an einem Kampf teilnimmst. Ersatzbank-KP. TP-Gewinn. Die Effekte des TP-Gewinns. TP-Gewinn ist natürlich wichtig. Blöd nur, dass wir dann hier hochskillen müssen. Und Rowan und... Oh je je, nicht durchdrehen hier. So. Wir wollten hier Intelligenz erhöhen. Ja, genau. Ein bisschen mehr Grips kann ich schaden. Intelligenz, Psyche. Braucht er das? Psi, Intelligenz, Geschicklichkeit. Auch machen wir doch ein bisschen Psi. Kann ich schaden. So, müssen wir Typomeister aktivieren? Ja, müssen wir. Und die kann auch wieder neue FPs gebrauchen, habe ich das Gefühl. So, ich bin in der richtigen Richtung, ja. Nicht vergessen mitzunehmen. Nein, nein, nein. Boah, durchgekommen. So, jetzt machen wir den Generator auch kaputt. Und liebe Kinder, solltet ihr mal Sportschießen machen und einen Revolver oder sowas in die Hand bekommen, haltet das Ding verdammt nochmal nicht so, wie Alvin es tut. Das machen wirklich nur Schauspieler und sowas. Wenn ihr das im richtigen Leben macht, dann brecht ihr euch die Hand. Ohne Scheiß. Das muss einfach mal erwähnt werden, weil manche, die fühlen sich dann so cool nach dem Motto, oh yeah, man kann die Waffe so halten. Nein, kann man sie nicht. Da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Überhaupt nicht. Boah, da haut wieder dieses Brett ab. Der ist auch viel zu schnell. Soll mir doch egal sein. So, jetzt muss ich erstmal wieder einen Umweg machen. Als wenn ihr einen Revolver so haltet und dann abdrückt, dann beschwert euch nicht, wenn euer Handgelenk kaputt ist. Überhaupt mit Revolvern sollte man vorsichtig sein. Ich habe damals beim Sportschießen auch die Waffen mit zwei Händen gehalten. Weil es einfach nicht cool ist, sich das Handgelenk zu brechen wegen so einem blöden Manöver. So, hier durch. So viele ausweichen wie möglich. Hoppa. So, ich habe aber das Gefühl, gegen den müssen wir kämpfen. Weil den kann ich nicht ausweichen. Los geht's. Dann kümmern wir uns mal um die. Gegen die habe ich ja gute Schwächen gegen. Nanu? Komm schon. Endsturm. Weg. So. Ja, wie soll ich die finishen, wenn die sich hier blocken und so, dass die mich unterbrechen? Und Endsturm. Schön. Der ist auch weg. Und jetzt bist du... Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Ärmste. Der Ärmste, der wurde so fertig gemacht. So, noch einmal hier durch. Mal gucken, ob ich an dem vorbeikomme. Yes. So, okay. Jetzt noch einmal durch und die Treppe hoch. Ich versuche einfach so viel jetzt hier mit der Story durchzukommen. Ich muss gar nicht so viel kämpfen. Ich stehe ja schon ganz gut da. Wann? Aber wenn die so breit sind, dann komme ich natürlich nicht vorbei. So, mein Gott, wie viele Soldaten haben die eigentlich hier drauf? Die vernichten einfach mal alle.
Die können trotzdem noch für so viel Verstärkung bringen. Das mag ich nicht. So, weg. Komm mal her, du. Und hab dich. So, ein bisschen mehr Wasser für dich. Und Level up. Schön. Genau, hier wollten wir entlang gehen. Zweite Arte. Folgende Arte wechseln, wenn du bei ihrer Verwendung die Taste gedrückt hältst. Dämonenfaust, Heiler, Zerbusschlag und bla bla bla. Okay. Was heißt wechseln? Keine Ahnung. Erwache bei einem K.O. mit 40%iger Wahrscheinlichkeit wieder zum Leben. Funktioniert nur einmal pro Kampf. TP-Gewinn. Überschreitungsverlängerung 3. Ersatzbank TP. Ja, ich gehe mal in beide Richtungen. Auch mit der Wiederbelebung. Na, da bin ich ja gespannt. Keine Ahnung, mit gedrückt halten. Jutes Fäuste. When did my hands get so covered with blisters and scars? Ah, that's quite a layer of calluses forming around your knuckles. Yeah, probably from all the people I've hit. Didn't you want to be a doctor? That's kind of ironic. Do you regret this? No, these calluses are proof that I'm striving to do the things I need to do. That's the spirit! They prove you're no quitter! A man's hands always reflect the path he's walked in life. You have the hands of a true man. Your calluses are the coolest! I'm going to keep fighting until I have calluses too! Thanks. You guys are the best. Nein, Elise, ich möchte nicht, dass du so viel Hornhaut bekommst. Das ist doch nicht toll. So, verdammt. Die Tür ist blockiert. Stimmt, ich muss teleportieren. Nein! Verdammt! Es sei denn, ich kann darüber klettern. Ich kann darüber klettern. Gut. Und tschüss. So, ab zum Absperrtor. Nein, nicht there. Ich bin nowhere. So, alles klar. Das Gitter ist offen und im nächsten Part gehen wir weiter. Bis dann.